Hey, wenn Giants Musik einbaut in ein Spiel, dann müsste das eigentlich schon im Vornherein klar hier freigegeben sein, dass wenn derjenige, der das sich gekauft hat, das Spiel, wo man weiß, okay, der streamt, der ist ein YouTuber oder auch sowas, auch wenn ich es jetzt machen würde und würde das Video mit laufendem Radio von so einem Tracker Ja, jetzt. genau. Da habe ich recht. Ich kaufe das CD, da ist die Musik schon drauf. Also habe ich die Musik mitgekauft, also ist meine Musik. Ja, Rein theoretisch ja. was aber nicht heißt, dass du die Musik öffentlich spielen darfst. Gibt dir noch lange nicht das Recht dazu. Und das tust du, indem du es streamst oder aufnimmst. Spielst du diese Musik öffentlich ab und müsstest ja rein theoretisch sogar GEMA dafür bezahlen in Deutschland. Okay, rein theoretisch, ich weiß auf was du raus willst. Das ist wie eine DVD oder eine Blu-ray. Das Ja, heißt, wenn wenn ich du in den einen Streamer Laden gehe, mir eine nutzt. CD kaufe, darf. Und normalerweise, theoretisch ist es ja schon fast dasselbe, wenn ich jetzt Musik im Auto höre. Und ich höre laute Musik, sodass die halbe Stadt das mitkriegt. Klopft ein und sagt, sag mal, geh mal. Genau. Ja, Genau das ist es ja. Du hast aber es bei dir diesen. gekauft, um es für dich Ja, zu hören und nicht, um das anderen Leuten vorzuspielen. aber dann wäre das bei den Discos gleich, wenn es zu laut wäre. Die kaufen sich auch nicht jetzt, die dürfen das eigentlich dann auch nicht. Oh doch. Die Die haben die haben, die haben, Lizenz. die haben, die müssen sich Rechte kaufen und Lizenzen, die zahlen Das GEMA. weiß ich. Du glaubst gar nicht, was die Das dafür weiß ich. bezahlen. Die zahlen GEMA und haben die Lizenzen dafür. Also Ja. ich lege als DJ auf. Also das ist ohne Scheiß. Die blechen wirklich, dass sie die Regler hochjagen dürfen. Jeder Laden, wo heutzutage Musik drin läuft, jedes Eiscafé, wo Musik läuft, oder was weiß ich, die müssen alle GEMA bezahlen, damit sie öffentlich Musik abspielen dürfen. Ja. Da gibt es Passiv- und Aktivlizenz. Passiv- Ich Aktiv weiß ja. halt, dass das alles aus dem Ruder laufen wird. Und am Ende wird alles beim Alten bleiben. Ja, das wird alles irgendwann wieder zurückgezogen. Ja, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass sie dann irgendwann in ein Gesetz raushauen, die Deutschen halt ihr Gesetz so, wie sie es für richtig halten. Jedes Land hat dann da ja quasi freie Wahl, sie müssen ja nur diesen Paragraphen irgendwie halbwegs umsetzen und dann sind da wahrscheinlich noch so viele Löcher drin, dass wenn irgendwas ist, dass sich jeder Anwalt da wieder rausboxen kann. Das auf jeden Fall. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Erstens mal bei YouTube für die ganzen, das sind so viele Firmen involviert, also drinnen, die was Werbung machen. Also die Firmen nehmen YouTube ja für Werbung, ne? Ja. Wäre ja jetzt verrückt, wenn jetzt die mit den Artikel 13 kommen da, mit dem Urheberrecht und bla bla hin und her. Jetzt auf einmal, YouTube ist so jahrelang so gut gelaufen, warum haben Sie das nicht früher schon gemacht? Das Ding ist ja auch, dieser Artikel 13 wird auch YouTube gar nicht so groß treffen, wie die immer alle labern, weil YouTube Das hat ja ist schon einen richtig. Filter. YouTube funktioniert ja schon relativ gut. Aber Google Es. möchte den Filter nicht. Ne, Google das, ist das deswegen hat, Problem. deswegen hat, hat Google ja auch Google Plus zugemacht, weil sie Ja, sich keinen deswegen wird Filter der Google kaufen Plus wollen. gelöscht für die Privatnutzer. Ja. Google Plus ist das schon gelöscht jetzt, ja, ne? Oder nächsten Also Monat? ab dem Ja, ist. 2.2. bis zum, glaube ich, 2.4. oder sowas ist alles Weißt durch. du, was die Frechheit ist? Die Dating-Ding, die haben sie rausgenommen, die sind nicht betroffen, aber die machen ja auch Werbung mit deinen Fotos. Siehst du das im Internet drinnen bei Facebook? Und greifen sie, Facebook kommt immer weg. Ja. Facebook ist der härteste Urheber, der was Scheiße macht. Gibt es hier Facebook, irgendwo ein Recht am eigenen Bild? ich klick was an bei Saturn, Ja, und dann hast du sofort die Werbung sagt's bei mir bei. Facebook. Ja, das ist verboten. Das ist eigentlich verboten. Ja, nö. Doch, so stimmt schon. Es Nein, sie nehmen ist meine Daten verboten, her. aber auch da gibt es wiederum Schlupflöcher, weil. Es wird dann irgendwo in den kleinen Dingern drinstehen und man selber ja akzeptiert und weiter. Ja, das Da Ding ist passiert ja, nie was. da geht es ja eigentlich um das Datenschutzgesetz wiederum. Ja. Aber, und jeder, der das Internet benutzt, der sollte sich bewusst sein, und das setzt man, denke ich mal, auch voraus, dass die Daten oder was auch immer du im Internet treibst, dass das für jeden oder dass die Seiten sich das abspeichern. Ist ja logisch. So, und dass Facebook nun mal irgendwie dabei geht und mit anderen zusammenarbeitet oder was weiß ich, wie die das anstellen. Dass die genau wissen, ah, du hast bei Amazon hast du danach geguckt, bei Saturn hast du danach geguckt, hier hast du danach geguckt. Wir bringen dir die Werbung, um dich daran zu erinnern, dass du es auch kaufst.
Das ist eigentlich ist das verboten. Ja, aber ja. Dir sollte bewusst sein, wenn du Internet benutzt, dass deine Daten alle gesammelt und gespeichert werden. Wahllos. Das ist klar, das Internet ist wie ein Riesenschwamm. Ja, ja. Und da sind wir bei dem Punkt, Peter, da gehört mal was gemacht. Da gehört mal was. Das finde ich allerdings auch, eigentlich. Ja, da gehört mal was gemacht. Die sollen mal schauen, dass die Leute nicht auf der Straße sind, dass die Wohnungen haben. Da sind sie nicht fähig. Aber wegen so einem kleinen YouTube oder gar Twitch oder für die Gamer. Ja, Wohnungen für Leute, die auf der Straße sitzen, kosten ja auch Geld. Die bringen ja kein Geld ein. Ja. Komm. Die sollen die Gamer in Ruhe lassen. Die streamen jahrelang. Die sollen die in Ruhe lassen. Die motivieren die Jugendlichen. Das ist besser, dass der auf YouTube schaut. Der schaut sich den. Oder ist ihnen lieber besser, dass er mit 13, 14 vor der Disco hängt und sich auf Flaschenkorn reinschmeißt? Was ist ihnen lieber? Ja, und das sind ja auch Statistiken, oder ob das hat jetzt nichts mit Streamern und so weiter zu tun, aber diese von wegen mit Jugendlichen und Alkohol ist extrem zurückgegangen. Ich kann mich noch erinnern, das ist noch nicht mal 10 Jahre her. Lass das vielleicht 5, 6, 7 Jahre her sein, wo die Jugendlichen sich besoffen haben, bis sie dieses Koma saufen. Alter, davon hörst du jetzt fast gar nichts mehr. Bei uns auf den Parkplätzen überall, meine Fresse. Aber das sind wahrscheinlich nur noch wenige. Ja, das war vor 3, 4 Jahren sowas. Lass das 5 Jahre sein. Ja, da war das noch richtig extrem. Ja, Flatrate saufen, genau, sowas. In Diskotheken und so ein Zeug. Ja gut, das wurde ja aufgrund dessen verboten. Also das ist ja jetzt auch nicht mehr gestattet. Seitdem war ich auch in keiner Disco mehr drin, glaube ich. Ja, überleg mal, kriegst du von Mama, Papa 20 Euro je und dann... Ja, das reicht, um dich tot zu saufen. Um 22 Uhr sparst du dir das Geld fürs Taxi. Warum? Weil du mit dem Sanka heimfährst. Richtig. Ich kann mich noch an die 10-Cent-Partys erinnern. Oh ja. Was reingehört, so ein Filter gehört mal bei YouTube rein, wenn einer, nicht du, das soll auch YouTube machen, ein bisschen mithelfen. Okay, du selber auch noch, aber mithelfen ein bisschen, wenn sie das mit Copyright... Wenn einer Blödsinn reinschreibt... dass YouTube ihn automatisch irgendwie, keine Ahnung, anschreibt, er schreibt Blödsinn rein oder was bei sich, und wenn er weitermacht, dann wird er gelöscht. Dazu sind aber wiederum die YouTuber aufgerufen, wenn du die bannst und meldest und dass sowas oft genug passiert, dann werden diese Accounts auch gebannt. Bringt aber nichts, weil du innerhalb von 2 Minuten eine neue E-Mail-Adresse erstellt hast und einen neuen YouTube-Account. Ja, darum gehört das gemacht mit IP-Adresse. Ja. Wer sendet denn heutzutage noch seine IP-Adresse wirklich mit? Du scheiß auf IP, MAC-Adresse langt vollkommen. Jetzt fahre ich vollkommen falsch. Ich hätte da eben schon eine MAC-Adresse blocken. Ja, jetzt habe ich da vorher anfangen, gemütlich, ne? Mir gefällt das. Ja, okay, jetzt darf ich nicht so Bock streamen. Aber ich steige mich da jetzt nicht mehr so rein. Mir wurscht. Weil es kommt sowieso alles anders. Ja, das auf jeden Fall. Also ich kann jetzt 6 Millionen, wenn ich ein Politiker bin, kann ich 6 Millionen Unterschriften nicht einfach so auf die Seite haben. Da muss ich mir schon bewusst sein, dass ich sie ignoriere. Dass 6 Millionen Leute mich angeschrieben haben und sagen, hey, hallo. Mach mal was. Ja, vor allem ja auch teilweise so frech werden, irgendwie bei Herrn Newstime oder so, von wegen dann zu sagen, ja, lesen Sie die Niederschriften oder so. Sie verstehen das alles, oder Sie lügen und Sie haben das ja nicht gelesen. Der hat das gelesen. Ja. So absolut billige Ausreden und so alles, also. Das Ding ist aber, sie wollen es jetzt halt mit aller Macht durchdrücken, weil halt bald neue Wahlen sind. Und die wollen das halt unbedingt haben, damit nämlich die Gefahr nicht besteht, dass wenn die nicht mehr gewählt werden, dass das dann nicht mehr kommt. SPD ist schon dagegen und noch welche sind dagegen, also die... Das sind 2, 3 dagegen, bestimmt. Justizministerin hat auch ein bisschen was gesagt, nicht direkt Antworten gegeben, weil von der hängt das auch ab. Und ich glaube, dass die noch einlenken wird. Also dass die... und für die CDU ist sowieso, die haben schon einen Streit angefangen, also schauen wir bei der nächsten Wahl, wenn das Volk wieder von Deutschland zu hoch ist und wieder die wählt. Dann wirklich, dann sind sie selber schuld. Die sollen mal die SPD wieder wählen oder die, nicht die AfD, sondern wie heißen die anderen? Der Typ da,
Ich weiß gerade nicht. Du bist jetzt unten auf der 40. Ich bin fertig. Bist fertig. Letzte Bahn. Du wolltest dann jetzt gleich mit der anderen Seemaschine sehen, sagst du, ja? Ja, kann ich anfangen. Also ich hätte noch die 34 und die 40 jetzt einzusehen. Ich überlege gerade, was ich da drauf mache. Und die Frau Angelika hat sich gar nicht gemeldet zu der Sache noch nicht. Bei 6 Millionen Unterschriften. Aber glaub, wenn in USA der Trump wieder einen Blödsinn macht, dann geht sie vor dem Fernsehen und sagt, ja, wir müssen mehr Toleranz und was weiß ich, was interessiert die Deutschen, was in den USA ist. Was geht ihnen, was interessiert das, was der Herr Ding macht, ne? Oder fliegen sie gleich hin und reden mit dem Kaffee trinken. Was, statt dass sie sich jetzt um den Artikel 13 kümmert? Ja. Und einmal vor dem Fernsehen geht, sagt, ja Leute, beruhigt euch mal, wir machen da schon was, ich finde eine Lösung oder was weiß ich. Aber sie ist ja selber noch nicht zu weit voraus, sie ist ja noch 20 Jahre hinten. Die Politiker sind alle gegen den, wie heißt das bei euch draußen, mit den Abgasen, ne? Ja. Sie fahren die dreckigsten Autos mit Norm 4 oder was, und die anderen müssen schon die höchste haben. Und selber fahren sie die größten Dreckschleuder. Das stimmt. Ich kann nicht über Kacke schimpfen, wenn ich sie selber auf dem Tisch habe. Das ist mein Wort immer. Ich kann nicht über was schimpfen, was ich selber mache. Das funktioniert nicht. Es gehört ein Politiker rein, in meiner Meinung, so wie bei uns in Österreich, der was gearbeitet hat, der was nicht studiert ist, der was ein, nicht einer, der was noch nie was gearbeitet hat, vom Studium, ja, dann wieder Politiker. Nein, ein Arbeiter, der was weiß, was Sache ist. Der so der Materie drin ist. Wie aus einem LKW-Fahrer in Parlament rein, aber der weiß, wie viele Touren das der gefahren ist, oder Maurer oder Bauarbeiter. Der weiß, wie die Leute arbeiten. Da ist was Wahres dran. Fahren Sie 100 Jahre lang VW und auf einmal macht Weizen, VW ein bisschen Blödsinn. Mal, wisst ihr noch, wie das bei den Schweinen aufgeteilt war mit dem Fressen? Also Mais ist eine eigene Kategorie. Weizen, Gerste ist eine eigene Kategorie. Prozentual, aber unterschiedlich, gell? Ja, also du kannst Mais muss, dann kannst du Weizen oder Gerste. Kartoffeln und Rüben nur minimal. Ja, nee, und Raps, Sonnenblumen und Sojabohnen, das war das auch eine Kategorie zusammen, oder? Weil ich überlege gerade halt, was ich jetzt noch anbauen kann, deswegen gucke ich. Also haben eigentlich für alle, haben wir jetzt, außer für Schweine. Die können wir halt auch noch nicht füttern, weil Kartoffeln und Zuckerrüben fehlen würden. Schweine brauchen am meisten Mais. Ja, gut, Mais haben wir ja, häckseln wir erstmal. Ja, also und danach können wir immer noch ordentlich ernten. Aber es ist halt die Frage, Weizen oder Gerste war das, glaube ich, in einer Kategorie. Und dann Raps, Sonnenblumen oder, also Raps oder Sonnenblumen oder Sojabohnen war, glaube ich, eine Kategorie. Dass du eins von den dreien da reinkippen kannst. Also Mais war alleine, glaube ich. Ja, Mais ist definitiv einzeln. Und Weizen und Gerste ist, glaube ich, auch eine Einzelkategorie. Weizen, Gerste ist zusammen, Raps, Sonnenblumen und Soja ist zusammen. Und Kartoffeln, Zuckerrüben ist zusammen. Genau, das waren nämlich dann diese 1, 2, 3, 4 Kategorien, ne? Raps, Sonnenblumen und Soja ist eine Kategorie. Und Raps, Kartoffeln ist eine. Das weiß ich definitiv. Dann nehmen wir, ja, das teuerste ist eigentlich Sojabohnen. Das heißt, eigentlich macht es keinen Sinn, die Schweine mit Sojabohnen zu füttern, ne? Das ja, ich sag mal so, entweder man, was haben wir denn, Raps oder so? Raps ja, oder so? Wären jetzt Produktions Dinger auf dem Metz, würde ich sagen, knall Raps und Sojabohnen mit drauf. Weil das, was wir an Raps nicht verfüttern, können wir hier Benzin, also Diesel produzieren, aber das haben wir ja nicht. Ja, ja, leider, leider. Aber andererseits, ja gut, was heißt, was wir nicht verfüttern können? Wenn wir was im Lager haben, haben wir was im Lager, ne? Ja, kommt alles ins Lager. Was haben wir schon im Lager? Raps, Sojabohnen? Raps haben wir noch nicht. Ich suche auch gerade. Das hier ist, glaube ich, Raps, was so aussieht wie Wolle. Also hier wie Baumwolle. Und Raps bringt. Das vierte ist Raps. Das ist nichts. Also da ist noch nichts.